Es gibt so Situationen, da stimmen alle einer Sache zu, aber es sind am Ende trotzdem alle unzufrieden mit der gemeinsamen Entscheidung. Das ist eigentlich paradox, denn es haben ja alle zugestimmt. Man nennt das Abelenk-Paradox und das kann durchaus drastische Folgen haben. Das Abelenk-Paradox hat Jerry Harvey in den 70er Jahren aufgeschrieben, indem er Folgendes erlebt hat. Es ist Juli, wir sind in Coleman. Das ist ein kleiner Ort in Texas. Es ist unerträglich heiß. Jerry Harvey ist mit seiner Frau zu Besuch bei seinen Schwiegereltern. Wir sitzen gemeinsam auf der Veranda und trinken Limo. Jerrys Schwiegervater, der schlägt vor, dass sie nach Abilene fahren könnten, um dort was zu essen. Abilene ist 85 Kilometer entfernt. Ach, und ihre Klimaanlage ist kaputt. Jerry hält das für eine total bekloppte Idee, aber es sind seine Schwiegereltern, also sagt er erstmal nichts. Seine Frau aber, die sagt, dass sie das für eine tolle Idee hält. Also stimmt auch Jerry irgendwie zu. Und dann sagt die Schwiegermutter, dass sie ja schon ewig nicht mehr in Abilene waren. Also fahren die vier los in der unerträglichen Hitze des texanischen Sommers. Und vier Stunden später sind sie zurück und dann sitzen sie schweigend und total fertig wieder auf dieser Veranda. Und um das Schweigen zu brechen, sagt Jerry sowas wie, das war ein guter Trip, nicht wahr? Woraufhin seine Schwiegermutter antwortet, dass sie eigentlich lieber zu Hause geblieben wäre, aber die anderen hätten sie ja unter Druck gesetzt. Jerry, der kann das so nicht stehen lassen, denn er hielt den Ausflug ja von Anfang an für eine total bekloppte Idee. Und dann wird daraus eine hitzige Diskussion. Jedenfalls stellt sich raus, dass niemand nach Abilene fahren wollte und alle vier nur aus Höflichkeit mitgemacht haben, weil sie dachten, dass sie damit den jeweils anderen einen Gefallen tun würden. Jerry ist Sozialwissenschaftler und als guter Forscher macht er aus so einem total verkorksten Nachmittag in Texas natürlich ein Paper. Und das hat er 1973 veröffentlicht und das heißt The Abilene Paradox. Und darin beschreibt er, also ich übersetze das mal, das Abilene Paradox spiegelt ein Versagen im Umgang mit Zustimmung wider. Ich bin sogar der Meinung, dass die Unfähigkeit, mit Zustimmung umzugehen und nicht die Unfähigkeit, mit Konflikten umzugehen, das größte Problem moderner Organisationen ist. Er nutzt die kleine Anekdote seiner Familie, um ein generelles Problem zu illustrieren. Das Abilene-Paradox beschreibt eine Situation, in der eine Gruppe von Menschen gemeinsam eine Entscheidung trifft, die der persönlichen Überzeugung von allen oder fast allen Gruppenmitgliedern widerspricht. Und das ist möglich, weil die einzelnen Gruppenmitglieder jeweils annehmen, dass ihre eigene Einstellung den Ansichten der anderen entgegensteht und deshalb behalten sie ihre Einwände für sich und machen einfach mit. Das Paper ist voll von kleinen Beispielen. Nehmen wir mal eine Firma und die hat ein Projekt. Und dieses Projekt, das steckt in der Sackgasse. Alle wissen, dass da nichts mehr rauskommt. Aber in der Führungsetage denken sich alle, irgendwer hängt vermutlich an dem Projekt, sonst würde es das ja nicht mehr geben. Und deswegen will niemand die eine Person sein, die da wem sein Baby wegnimmt. Und weil alle das denken, gibt es dieses hoffnungslose Projekt auch weiterhin. Jerry Harvey erklärt, dass das passieren kann, weil die einzelnen Personen Angst haben. Die haben Angst davor, so zu handeln, wie sie im Einklang mit ihrer persönlichen Überzeugung handeln müssten. Und um dieser Angst aus dem Weg zu gehen, teilen sie ihre persönliche Einschätzung erst gar nicht mit. Also in der Anekdote hat sich Jerry vielleicht ausgemalt, dass er da als undankbarer Schwiegersohn wahrgenommen wird, wenn er ehrlich sagt, was er von dem Vorschlag hält, in der Hitze nach Abilene zu fahren. Harvey erklärt, dass man sich in so einer Situation ausmalt, was wohl passieren würde, wenn man unverblümt seine ehrliche Meinung sagt. Also man hat quasi Angst vor der eigenen Vorstellung, die man sich da ausmalt und dann stimmt man lieber einfach zu. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man mit dem Abilene-Paradox macht. Also abgesehen davon, dass wir jetzt wissen, dass es Namen für solche Situationen gibt. Jerry hat sich das auch gefragt und in seinem Text schlägt er zwei Schritte vor, um mit dem Paradox umzugehen. Und die nennt er Diagnose und Konfrontation. Die Diagnose ist dazu da, festzustellen, ob man sich in einer Situation befindet, in der ein möglicher Konflikt unter den Teppich gekehrt wird. Gibt es Gründe, warum die beteiligten Personen nicht ehrlich sagen, wie sie eine Situation einschätzen? Treffen sich vielleicht so Untergruppen und sagen immer wieder so Dinge wie, jemand müsste eigentlich mal was sagen. Jerry hat in seinem Artikel einen kleinen Fragebogen, mit dem könnt ihr jetzt durch eure Organisation laufen und damit kann man rausfinden, wie gut dort der Nährboden ist für so ein Abilene-Paradox. Und dann die Konfrontation. Jerry erklärt, dass es für die Konfrontation unterschiedliche Möglichkeiten gibt, aber ein Ablauf hat sich in seiner Erfahrung bewährt. Und dafür müsst ihr erstmal ein Meeting einberufen, und zwar mit allen relevanten Personen. An den Anfang dieses Meetings stellt ihr den Verdacht, dass man möglicherweise gemeinsam auf dem Weg nach Abilene ist. Und dann kommt vermutlich die Frage auf, was das denn sein soll. Und dann könnt ihr das erklären oder ihr könnt auch einfach dieses Video zeigen. Jedenfalls wird durch die direkte Ansprache die Situation demaskiert. Und wenn ihr wirklich auf dem Weg nach Abilene seid, dann sind die anderen euch mitunter sogar dankbar dafür, dass das endlich mal jemand anspricht. Man kann jetzt ehrlich sagen, was man denn wirklich denkt. Und wenn ihr schon auf dem Weg nach Abilene seid, dann könnt ihr jetzt wenden und umkehren.